Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Markart. Ja, und wir wollen ja unsere Questliste etwas kleiner bekommen. Und das bedeutet, wir können entweder hier weiter Verschiedenes machen, oder was ich mir denke, wir könnten mal eine der Hauptquests hier vielleicht angehen. Wobei die Verschwörung der Abgeschworenen konnten wir ja nicht beenden, weil wir nicht hoch genug geskillt sind zum Beispiel. Wir wären ja anders aus der Mine gar nicht mal hier rausgekommen in Markart. Ansonsten, naja, was haben wir noch? Genug haben wir noch da. Wir haben relativ wenig gemacht bis jetzt an Hauptmissionen. Überhaupt an Missionen. Ja, wir haben nicht wenig gemacht, aber an Missionen, Hauptmissionen eben nicht so viel. Geistiges Gift haben wir noch da, unergründliche Treffen, die Bilanzfälschung, der Einbruch. Keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich glaube, da geht es genau um die Steine von Barentia. Das werden wir wohl so zwischendurch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, schaffen. Denn da gibt es keine Marker, die zu finden. Ich habe gesehen, es gibt da eine Mod, die einen Marker dann setzt, um die Steine zu finden. Aber, ach, wir gucken erstmal, wie viele wir finden. Wenn wirklich zum Schluss einer noch fehlt und ein einziger und wir den einfach nicht finden können, dann kann man ja immer noch sich entschließen, die Mod zu installieren. Aber erstmal, denke ich, können wir das so lassen. Ein Bote der Liebe. Na, das hört sich doch einfach an. Ich habe mich bereit erklärt, dem Tempel von Mara bei der Verbreitung der Liebe in Himmelsrand zu helfen. Ja, warum eigentlich nicht? Wo auf der Karte ist denn dieser oder die See, Fastred? Sieht mir etwas weit weg aus von Markart, eher die Richtung Riften hier. Scheint das so. Oh, das ist weit weg. Ja, ich möchte nämlich auch eins vermeiden, das wollte ich von Anfang an eigentlich vermeiden, dass wir für ein, zwei Aufgaben hin und her rennen die ganze Zeit, aber dadurch, dass ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, welche Aufgaben wozu gehörten, ist der Plan schon wieder im Eimer. Vor dem Sturm, was ist das denn? Ralofs Schwester Gerdur. Kommt mir bekannt vor. Hat mich gebeten, dem Jarl von Weißlauf, können wir knicken, wir kommen ja nicht rein nach Weißlauf. Naja, hier steht, von dem Drachenangriff auf Helgen zu berichten und ihn um ein Kontingent Soldaten zum Schutze Flusswalds zu bitten. Tja, sprich mit dem Jarl von Weißlauf, wie sollen wir das machen, wenn wir nicht reingelassen werden? Gut, dann. Ja, sind hier noch sehr viele. Ach, die denkwürdige Nacht, ich erinnere mich. Warum haben wir das eigentlich nicht weitergemacht? Ha, weil wir dafür nach Weißlauf müssen. Oh nein. Das hört sich einfach an. Die verschollene Expedition. Ich sollte versuchen, die Forscher zu finden, die Aletheus in seinen Notizen erwähnt hat. Bergestroms Tagebuch. Und wo hätten wir das? Oh, das ist doch ganz in der Nähe scheinbar. Bergestroms Tagebuch. Tja, das machen wir jetzt. Oh nein, wir haben jetzt zwei Quests an. Drei sogar. Bote der Liebe machen wir ein andermal. Und hier ist doch gar... Ach, unterhalte dich mit Verulus über die Halle der Toten. Aber das haben wir doch schon gemacht. Vielleicht müssten wir innerhalb, also in der Halle der Toten, mit Verulus über die Halle der Toten sprechen. Sind wir nicht letztens da reingegangen? Diesmal sollen wir hier rein. Na gut, dann gehen wir diesmal hier rein. Oh nein, da waren wir doch drin. Juan Zell aus Grabungsstätte. Da geht's jetzt einfach nochmal rein. Wir haben doch die Spinne hier drin schon erwischt. Und jetzt? Jetzt haben wir wieder raus hier. Oh nein. Nochmal die Karte her. Festung Unterstein. Und wenn wir... Na gut.
Bergestroms Tagebuch, ja. Das ist es nicht. Wenn wir hier drin umherirren, da kommen wir auch nicht weiter jetzt. Nein, 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 nein. Dann hören wir auf damit, was auch immer. Es kann ja auch mal ein Bug sein oder wir müssen vielleicht was anderes erledigen und können dann erst wieder mit Verulus über die Halle der Toten sprechen. Nehmen wir das mal ganz raus und kümmern uns um die Expedition, die verschollene. Bergestroms Tagebuch. Genau. Und jetzt haben wir nur noch einen Marker und der führt uns hoffentlich dann in die richtige Richtung. Nun, es kann natürlich auch sein, wir haben die schwebenden Marker ja ausgeschaltet, um die ganze Geschichte etwas zu erschweren. Und es kann natürlich sein, dass jetzt die Sache sich so verhält, dass das Ganze schon hier drin ist, aber eine Etage höher oder tiefer. Man weiß es ja jetzt nicht. Das heißt, man wüsste schon, wenn man jetzt vielleicht mal auf die Karte guckt. Ja, wir sollen Stroms Tagebuch hier drin bergen. Und ich erinnere mich auch, dort war ein Soldat, der auf dem Boden lag. Ja doch, da war einer. Ja, wir müssen da rein. Aber wenn wir drin sind, werden wir gleich wieder rausgeschickt. Bücher. Haben wir vielleicht Stroms Tagebuch schon? Nein, es sieht nicht so danach aus. Also gut. Ja, ich meine zwar, wir hätten hier schon eins rausgeholt. Vielleicht haben wir es auch irgendwo weggeworfen oder zu Hause liegen gelassen. Was durchaus wahrscheinlich sein kann. Aber ich erinnere mich, hier war ein... Ich glaube, ein kaiserlicher oder was das war. Dann gehen wir da mal hin. Und der hatte, meine ich, auch ein Tagebuch bei sich. Das hat ja gut geklappt. Haben wir das kaputt gemacht hier? Ja, ja, so, ich erinnere mich daran, genau. Hier waren nämlich Frostbissspinnen. Frostbissspinnen. So welche. Hey, hey, da ist ja immer noch eine. Wir haben sie geboxt. Moment. Ich denke, sie wäre längst tot. Ach, komm schon. Nicht getroffen? Warum? Aber wir tun doch alles. Wir wollen doch so gerne treffen. Oh nein! Oh nein! Das war aber knapp. Oh nein! Ach, ihr beiden, ihr seid so, ja. Die Punkte hätte ich mir gerne geholt jetzt. Wo ist sie denn? Die ist ganz weg. Ihr habt die gleich beseitigt. Ich verstehe. Ja, sei es drum, dann kommen wir eben ein bisschen schneller voran. Wir wollen jetzt nicht hier durchrennen so schnell, aber... Moment mal. Mit leuchtenden Augen sogar. Hallo, pass doch auf. Ja, es tut mir leid. Ich bin doch hier am Schießen. Merkst du das nicht? Die Frostbiss-Spinne hier. Die leuchtenden Augen waren neu. Tiel. Sei doch nicht immer so. Ich erschrecke mich doch jedes Mal, wenn du mich so ansprichst.
Ah! Ich erschrecke mich hier sowieso die ganze Zeit. Was ist das für ein... Was ist das denn? Freund oder Feind? Ich denke mal Freund, was? Hallo? Nime! Nime, wir haben Nime getötet! Nime ist schon tot! Warum lebt sie wieder, oder er jetzt? In dem Falle... Wir haben zu viele. Oh, tut mir leid. Wir wollten woanders treffen eigentlich. Schieß doch! Das ist Nime, ist wiedergekehrt. Deswegen hat das hier alles nicht funktioniert so richtig. Wir haben das zwar schon erwischt. Moment, mein Freund. Wir haben doch was Neues. Ein neues Spielzeug. Oh, Moment. So, spiel mal damit und wir suchen uns unseren Bogen wieder. Der Bogen. Schnapp ihn dir! Nein, doch nicht da drauf! Da oben ist er, Bösewicht! Jawohl, keine Chance mehr mit dem Feueratronachen. Der ist super, der Feueratronach. Gut, dass wir den haben. Was ist das eigentlich hier? Ein Spinnenmann. Spider-Man. Hey, gratuliere, ihr habt's gut hinbekommen mal wieder. Den Pfeil nehme ich mir wieder. Nime, zum zweiten Mal getötet, wie oft... Oh, ein Dädra war das, ein Dädra-Herz. Starkes Gift, Eisenpfeil, abgeschworene Pfeile, na gut. Stab der Sturmwand, verursacht, auf den Boden gesprüht. Eine Blitzwand, die 50 Punkte Blitzschaden pro Sekunde verursacht. Das nehmen wir alles mit. Sehr schön. Hier hat aber nichts wieder reingesteckt. Totenschädel hat er hier rumzuliegen. Okay. Ey. Was war das denn? Ach, unser Atronach ist explodiert. Ja, macht der dabei nicht. Manchmal eine Explosion. Ja, und ich erinnere mich, hier waren wir. Und wir haben ihm schon das Tagebuch abgenommen. Ja, aber scheinbar nicht gründlich genug. Dann nehmen wir das jetzt mal ganz... Ach, nö. Der hat das gar nicht mehr. Ja, weil wir es ihm schon abgenommen haben und wir haben es doch schon abgegeben. Oder war das ein Stück weiter? Ich meine auch, der lag gar nicht oben. Der lag unterhalb von so einer Treppe irgendwo, meine ich. Oh, schon wieder diese Dwemer-gruseligen Höhlen hier. Ich wäre lieber draußen am Lager. Vorsicht! Moment mal, geht das nochmal? Ja, okay. Passt auf, dass ihr nicht auf diese Platten da tretet. Oh nein! Firma und alles blau um. Ich wäre lieber an meinem Lagerfeuer, würde ein bisschen was grillen. Natürlich nur vegetarische Sachen und ein Zelt bauen oder etwas gegen die Kälte tun. Ja, Firma, kommt schon her. Moment, ihr seid zu dritt, oder? Hey, ein Farmer Kind! Oh nein, da kommt der Papa. Es tut mir leid. Ich muss nicht immer sagen, es tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid. Die greifen uns an, die sind ganz schön fies. Moment. Wir brauchen den Feueratronach wieder. Nein, den Feueratronach. Bitteschön, spielt damit, Falmer. Wie elegant. Das ist ein richtig elegantes... Eine richtig elegante Beschwörung. Ja, so langsam, Leute. Das wird doch was mit unserem Feueratronachen. Kommen wir doch weiter.
Ich merke schon, Tiel, das ist dir auch vollkommen egal, ob wir hier irgendwas machen oder nicht, was? Jetzt das Kind. Man erschießt keine Kinder, aber das ist ein Monster, ein Farmer. Monster darf man? Glaubt ihr etwa, dass ich Angst? Moment, geht mal da alle weg. Ich muss mal hier drauf treten, ganz kurz. Weg da. Das ist kaputt. Trefft ihr? Ja! Ich treffe hier gar nichts. Die Falle treffe ich wohl. Ich werde euch vernichten. Ah, okay. So geht's auch. Mal sehen, was ihr drauf habt. Ja, schade um die ganzen Pfeile hier, Mensch. Die kriegen wir alle nicht wieder. Wenn ich jetzt drauf trete. Na, wir haben die Falle kaputt gekriegt. Ha! Er hat aber noch einen Pfeil. Und Gold. Eisenpfeile, ein Farmerohr und Gold haben wir auch. Granatstein, wie schön. Schwaches Gift des langen Leidens. Ja, und die ganzen Farmersachen sind jetzt nicht so viel wert. Für den Treffen in den Kopf. Genau ins Auge, links und rechts. Naja, gut. In den Rücken. Wer schießt von oben? Das war nur eine Schneeflocke. Ein stinknormaler Farmer. Mit den schwachen Pfeilen hier können wir da schon sowas ausrichten. Der fällt jetzt gleich runter. Ja, erinnere ich mich daran, dass wir hier gewesen sind? Wir waren mal hier, ja, aber das, was mit dem Tagebuch zu tun hatte, war das eine Glocke? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube nämlich eher nicht. Das ist doch eine Truhe hier. Nein, das ist nur so ein... Von unten sieht es aus wie das da, so ein Kopf ist es. Oh nein, ich erinnere mich, das war hier ganz schön anstrengend. Auf einmal kamen die Farmer hier aus allen Richtungen. Oh. Super, dreifacher Schaden. So mag ich das. Er weicht aus, einfach. Ist er runtergefallen? Ja gut, dann ist er weg. Ach, der kommt wieder rauf. Oder ist das ein anderer? Kein Tiefschuss. Wir versuchen immer, fair zu treffen. Das war gut. Finde ich. Ich freue mich darüber, dass wir das geschafft haben. Da habe ich ganz spontan mich selber gelobt schon wieder. Das ist doch... Da muss ich doch... Das gibt doch nicht... Eigenlob stinkt, ich weiß. So, ich glaube, es bringt nicht viel, wenn wir hier runterlaufen. Oben entlang sollten wir... Wir gucken erstmal oben. Nur einmal kurz reingeguckt. Und wenn das groß ist dahinter, dann gehen wir doch erstmal nach unten. Mystisches Licht hier mit dem Grün und so.
Oh nein. Na, wenn das hier schon geladen wird, dann ist das doch mit Sicherheit ziemlich groß. Egal, jetzt sind wir einmal drin. Ja, ich bin heute ziemlich entschlussfreudig, wie ich schon merke. Genau in den Kopf. Ah, so gut war das nicht. Er hat auch einen Bogen. Erwischt. Ah, komm schon um die Ecke. Du musst sowieso um die Ecke. In die Schulter und das reicht schon für ihn. Oh, noch ein Bogenschütze. Schade, dass die Pharma-Pfeile nicht so gut sind. Wir sollten mal speichern zwischendurch. Juhu, Gold, yippie. Und einen Stahlpfeil zurück und Pharma-Pfeile. Der Bogen ist wenigstens ein bisschen was wert, aber na gut, dann nehmen wir die mit, bis wir sie wegwerfen müssen, die Bögen. Und der hier hat sich schon... Na gut, den Bogen hat er da gelassen. Geht ganz schön tief runter da. Hm? Die Unterkünfte, die können doch jetzt nicht so groß sein. Hier außerdem glaube ich nicht, dass die Fallen oder so etwas in den Unterkünften haben. Oh, der sieht gruselig aus. Das ist eine... Hexe vielleicht. Oh nein, wir haben Durst. Da kommen sie jetzt alle. Und die hat einen Zauberstab. Was ist das? Ein dunkles Pharma-Biest. Weg hier. So etwas habe ich noch nie gesehen. Moment, Moment. Du kommst mit uns mit Eis? Wir haben hier unseren Feuerfreund. Was sagst du dazu? Schnapp sie dir! Oh, das kostet aber auch ganz schön Energie. Wie schön, elegant. Ich machte die Feueratronachen schon immer. Schleicher haben wir hier. Mit dem Eis da. Wer schubst? Du schubst auch, was? Ganz schön heiß. Hey, lass dich nicht treffen. Weich aus. Super. Und jetzt der andere noch. Na ja gut, irgendwann ist die Minute vorbei, aber... Boah, der kann ganz schön was, unser Feueratronach. Schnapp ihn dir. Müssen wir das jetzt jedes Mal sagen? Ja, ich freue mich so, dass das... Ein Goblin ist auch noch hier unten. Da hinten ist noch so ein Bogenschütze, ein normaler Fallmann vielleicht. Der Feueratronach schafft es auch sicher ein. Das war ein guter Kauf. Dass wir den gekauft haben, das war super. Oh, tut mir leid, Feueratronach. Kritischer Schlag gegen... Ach, das ist ein normaler Farmer, jetzt ehrlich. Dann riskieren wir es lieber nicht, euch noch zu treffen. Ihr schafft den schon, oder? Herrlich. Na gut, dann schauen wir doch mal schon, was die anderen hier haben. Ich glaube, das war auch der letzte. Und Moment mal, wir sind ja schon da, wo wir hin sollen. Wir gucken oben auf unsere Karte und die sagt uns... Irgendwo hier in der Nähe müsste das schon sein, was wir suchen. Stab der Eisstacheln. Oh, das können wir gut verkaufen nachher. Jetzt sind wir aber schon wieder fast überladen.
Der dunkle Falmer, das dunkle Falmer-Biest. Ja, natürlich. Orichalcum-Erz, da sind wir gleich überladen mit. Sei es drum. Wir müssen sowieso abwerfen gleich. Ein Goblin. Wie sieht das denn von vorne aus? Salz der Leere. Ja, schwaches Gift und verbogenes Stück Dwemer Metall. Das brauchen wir nicht. Den alten Nordpfeil nehmen wir. Und dann gucken wir nochmal. Was war denn hier? Ich wollte was wegwerfen, glaube ich. Den Pfeil wollte ich aufsammeln. Genau, orkischer Pfeil und orkischer Pfeil. Und weg mit den Falmerbögen. Und mit diesem, na, wie hieß das gerade nochmal? Orichalcum-Erz können wir auch wegwerfen. Und er ist aber auch irgendwie anders als die anderen. Der war ausgerüstet mit einem orkschen Pfeil. Nun gut, von dort drüben sind wir gekommen. Da sollen wir aber das finden. Das Tagebuch, Stroms Tagebuch, soll also hier in der Ecke irgendwo sein. Oder aber eine Etage tiefer. Ich tippe mal, etwas tiefer wird es sein. Oder drüber. Lebt er etwa noch? Der bewegt sich gar nicht. Och, da sind schon wieder so viele jetzt zu sehen. Und Moment, wir haben was Schönes für euch. Oh nein. Wir haben unseren eigenen Feuerabgrund. Der ist aber noch explodiert. Lohnt sich gar nicht, jetzt neun zu beschwören, oder? Frauenpower! Ja, Thiel, du weißt, wie das geht. Dann nehmen wir uns noch die Pfeile, das Ohr, das Gold. Die Spitzhacke? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, schön, dann, ja, okay, dann. Was habt ihr so Schönes bei dunkler Falmer? Vampirstaub, ach so. Und ein Falmer. Und noch ein Goblin. Ob das die aus der Monster-Mod sind? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich,
dass die früher die Monstermod, dass die bewirkt hatte, dass draußen Monster rumlaufen. Aber in Dungeons bin ich mir... Ey! Ich hab's gesehen. Ich dachte, das kann man aufheben, oder? Was ist das Neues Interessantes? Wie gut, dass wir jetzt nicht abgespeichert haben, oder? Oh, doch, wir haben. Nur, das merken wir schon gar nicht mehr. Das ist schon... Ih, was krabbelt denn da rum? Das ist schon Reflex irgendwie. Was ist das? Eine Kauruslarve. Larve. Larve. Na, die kann das doch hier oben auslösen. Die ist aber langsam. Schade, ich würde mir die... Ach nö, jetzt haut sie ab. Na dann. Cool. Ja, wie können wir das hier entschärfen? So etwas können wir, glaube ich, auch basteln, wenn wir... Das sind diese Runen, glaube ich. Versuchen wir mal, der prallt ab, fällt nach unten und löst das Ding aus. Nein. Schafft er gar nicht. Und da kommen wir nicht dran vorbei, oder? Tjell, was machen wir jetzt? Irgendwas dahin werfen. Ach so? Moment mal. Tja, tut mir leid. Aber du kannst damit auch umgehen, oder etwa nicht? Ist doch Feuer. Freut sich sogar. Macht Purzelbäume und so. Na? Super. Ja, dann gehen wir erst links gucken, wenn das so gut gesichert war. Dann, das ist schon wieder größer, als ich dachte hier. Und wenn das so gut gesichert war, wollte ich sagen, dann gibt es hier bestimmt irgendwas Schönes für uns. Ja klar, die ganzen verzierten Dwemer-Balken. Super schwer. Moment, wir machen das einfach nochmal hier. Sollst du mal sehen. Au! Warum auf uns? Skiba. Ja, den können wir noch. Das schaffen wir. Der hat euch schon mal nicht angegriffen. Tiel, du tust mir leid. Du stehst aber auch... Super! Ist das nicht schon zu leicht? Ja, ich glaube, wir können uns bald von unserer Söldnerin verabschieden. Aber irgendwie macht es auch so viel Spaß, mit ihr umherzulaufen. Dwemer-Becher. Der ist aber was wert. 0,5 und Wert 6. Nicht schlecht. 0,5 und Wert 8. Ja, aber wir können leider jetzt nicht... Hier auf Plündertour sind wir nicht. Das können wir leider nicht machen. Das ist nichts wert. 25 Gewicht und 25 Wert. Moment, was war das gerade? 1 und 5. Nein, 2 und 15 schon besser. Ach, wie gesagt, wir können das nicht alles mitnehmen. Aber manchmal findet man auch... Manchmal findet man auch einen Schlüssel oder so etwas hier. Ja, was wollen wir? Was hätten wir denn gerne? Irgendetwas, das ein Gewicht hat von 0,1 und einen Wert von... ...1000? Die Dwemer-Pfanne. Dwemer-Schale. Tut mir leid. Tiel. Wegen dem Plündern von Gegenständen übrigens.
Ja gut, ich lese das jetzt mal laut vor, weil da ich das immer ganz gerne laut vorlese. Also Thiel, bitte fang an, Gegenstände zu plündern. Das machen wir gleich. Benutze dein normales Inventar, um die geplünderten Gegenstände zu lagern. Das werden wir wahrscheinlich auch dann machen, sonst stopft sie uns damit voll vielleicht. Okay, Thiel, du solltest dir eine Pause nehmen. Begleiter hört auf zu plündern. Und ihr alle solltet mit dem Plündern aufhören. Für Deinstallation benutzen. Oh mein Gott, das ist aber fies. Und vergiss es. Abbrechen. Also, fang an, Gegenstände zu plündern. Mal gucken, ob sie uns dann voll plündert. Wie schön. Gold. Ja, Gold. Oh mein Gott. Alles? Können wir auch alles auswählen? Also, Rüstungen, Waffen, Pfeile, Rüstungen nur. Pfeile und Bolzen, Bücher, Gold. Alchemie-Zutaten, Schlüssel, diverse Gegenstände, Pflanzen, Tränke, Waffen, aber nicht alles. Aha. Thiel, du darfst immer ganz gerne Gold nehmen, aber dann finden wir kein Gold mehr, dann macht es ja auch keinen Spaß. Gold. Okay. Du bist unser Gold. Und ihr du? Seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Nein, du... Doch, ach, wegen dem Plündern. Hier haben wir auch noch was. Bitte fang an, Gegenstände zu plündern. Und zwar... Diverse Gegenstände. Ja doch, das geht auch. Nun, wenn wir sie nachher wegschicken und vergessen, in ihr Inventar zu gucken, das wäre auch nicht so gut. Pfeile und Bolzen wäre doch ganz gut, ja. Natürlich. Denn Gold wiegt hoffentlich nichts außer Gold. Goldbarren und so etwas. Und Pfeile und Bolzen wiegen doch auch nichts. Ja, und dann zu dieser Mord kann ich sagen, es wird geplündert nach dem Kampf. Da plündern sie dann automatisch. So stand es zumindest geschrieben in der Beschreibung. Ja, das könnte für uns jetzt etwas unglücklich werden, wenn wir... Aber hier ist doch Gold. Wenn wir kein Gold mehr finden, dachte ich. Wie schön. Gläsernes Dreifach-Amulett des abnehmenden Feuers steigert die Feuerresistenz um 30%. Stahlschild der abnehmenden Magie. Steigert die Magieresistenz um 12%. Das ist aber mal richtig was wert. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Wir drücken mal P. Das war nicht P, aber was haben wir denn jetzt? I haben wir gedrückt. Ja, deswegen geht auch das Inventar auf. Und P für Verzauberung. Genau, hier wollte ich nämlich mal gucken. Geringer Durst. Und wir sind warm. Und ansonsten... Wir können Tragfähigkeit verstärken. Ach so. Wir haben etwas aktive Effekte an uns. Nun gut, meine Gutsten. Wir haben wieder was dazugelernt. Und es uns schon wieder gemütlich einfacher gemacht. Ja, schön. Da haben die ganzen Monster hier diese zwei Sachen da bewacht. Und weiter geht's mit uns. Und zwar, waren wir denn hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Stroms Tagebuch. Ich werd verrückt. Der Marker hat uns wirklich zu Strom geführt. Abgeschlossen. Berge Stroms Tagebuch. Berge Erjes Tagebuch, Berge Krax Tagebuch, Berge Stops Tagebuch. Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich erweitert zu dokumentieren, über den wir gestolpert sind. Ich schreibe dies nach bestem Wissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Dreamer ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was das alles ist. Der Baum... Bei den neuen
Ich kann den Zweck dieses Baumes nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißlauf zu stammen, aber warum und wie er hierher gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein, aber bei der prachtvollen Umgebung könnte es sich auch um eine Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Wohnbereiche. Bei einer näheren Untersuchung des Bereiches sieht es so aus, als beherbergte dieses Bauwerk zwei Clans oder Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen. Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt. Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen. Wenn wir mehr von der Stadt entdecken, hoffentlich enthalten einige davon nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen. Und wenn die Expedition zurückkehrt, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesem Bereich der Ruinen haben sich allmählich Farmer zurückgeschlichen. Gut, dass ich hier nicht allein bin. Wir haben einige der Bereiche abriegeln können, aus denen die Farmer vermutlich eingedrungen sind, aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten, aber wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Na, das war doch Stroms Tagebuch jetzt, das nehmen wir schon mal mit. Orange Pfeilfeder, wie schön. Stiefel, die brauchen wir nicht, den Eisendolch. Früher, weiß ich noch, habe ich Eisendolche immer gesammelt. Ich weiß nicht warum. Gewicht 2 und Wert 10. Da gibt's auch wertvollere Rüstungen. Da hat er einen. Einen dunklen Farmer. Und sie haben gerne die cyrodiilischen Spatenschwänze dabei. Nichts Perverses. Einfach nur ein Fisch. Gut, dann. Na, Wasser. Ich habe nur ein Tagebuch hier gesehen, aber wir haben ganz viele. Oh, eine Gabel, das sieht man auch nicht so oft. Einen Teller. Oh, eine Säge. Oh nein, Salz. Zucchini. Ich glaube, das... Nein, Plum. Ich wollte gerade schreien. Ich glaube, das wurde auch endlich übersetzt. Aber nein, 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 nein. Das werden diese Google's Fruits sein wahrscheinlich. Steht unten in der Videobeschreibung. Die ganzen Mods, alle stehen sie da. So, ich höre hier auch ständig so etwas wie eine Kirche. Glocken. Glocken läuten. Also hier kann man richtig mal was einsammeln auch. Und verkaufen, wenn man viel, viel tragen kann nachher. Das waren wir doch jetzt nicht. Nein, ich glaube, wir waren das nicht. Aha, eine Leiche. Die hat aber auch nichts Gescheites dabei. Falmerohr, Gold, schwaches Gift. Nehmen wir alles. Was nehmen wir alles? Warum? Du, ein Hebel. Kommt mal alle rein hier. Wir drücken gleich den Hebel. Aber erstmal nehmen wir uns das hier. Drücken erstmal den Knopf. Oh nein, wir sind überladen. Und das jetzt schon. Seid ihr alle da? Und was passiert? Moment, kann von oben irgendwas... Nein. Was passiert, wenn wir das hier tun? Oh. Wie fies. Tiel, möchtest du mal... Nein, schon gut, schon gut. Ich bin nur froh, dass wir nicht dort gelegen haben. Ich weiß nicht, warum man so etwas bauen muss. Aus Faulheit wahrscheinlich. Das ist doch hier eine Folterkammer, das sehe ich doch jetzt erst. Darum die ganzen Skelette hier, oh mein Gott. Nix wie raus hier, was? Gruselig. Ja, Thiel, ich glaube, wir sind überladen.
nicht sehr viel. Wir können ein bisschen was essen und trinken. Oh, wir haben nichts zu trinken dabei. Wildbrett, Eintopf. Es wird was gegen den Hunger schon unternehmen. Süßkuchen auch. Ja gut, wir sind schon. Wir können aber immer noch nicht uns bewegen. Wir haben doch bestimmt wieder irgendeinen Unsinn eingesammelt hier. Leder. Die Gabel 0,5. Naja gut, dann lassen wir die Gabel eben hier. Ich glaube, die war es auch dann jetzt. Schade um die Gabel. Nun, wir haben Stroms Tagebuch gefunden und wie es dann weitergeht, werden wir sehen in der nächsten Folge. Was ist das? Naja, ein Baum, wie sie schon gesagt haben, aber wachsen hier so komische Vasen in den Ästen, an den Ästen. Was wollte ich sagen? Ach ja, danke fürs Zusehen, liebe Welt da draußen. Danke für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.